die Andacht zum Tag aus den Pfarrämtern in Grünstadt. Josef, Ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Hallo, hier spricht Dominik Haas aus Grünstadt. Josef, der Ziehvater von Jesus, wir wissen eigentlich wenig über ihn. Er ist eine von den unscheinbaren und eher stillen Gestalten des Neuen Testaments. Und doch ist er wichtig, für Maria und Jesus sogar überlebenswichtig. Hätte er Maria verlassen, weil sie als seine Verlobte von einem anderen schwanger war, hätte das möglicherweise ihre Steinigung zur Folge gehabt. Und hätte er später nicht auf den Rat des Engels gehört, nach Ägypten zu fliehen, wäre Jesus kurz nach seiner Geburt von Herodes getötet worden. Unscheinbar und still und doch mutig und voller Courage. Heute feiert die katholische Kirche den heiligen Josef. Der Papst hat vor kurzem sogar ein Josefsjahr ausgerufen, um ihn näher in den Blick zu nehmen, von ihm zu lernen. Ich muss gestehen, dass ich bisher wenig mit ihm anfangen konnte, gerade weil so wenig über ihn bekannt ist. Aber je mehr ich in der Bibel zwischen den Zeilen lese, desto mehr entdecke ich, dass wir einiges von ihm lernen können. Trotz seiner eher komparsenhaften Rolle in der Geschichte um Jesus ist er ein Teil der großen Geschichte Gottes mit den Menschen. Ohne ihn wäre es anders gelaufen. So hat auch jeder von uns, du und ich, einen Platz in dieser großen Geschichte Gottes mit den Menschen. Obwohl nur ein kleiner Teil von uns auf der Bühne, am Altar oder am Rednerpult steht. Gott schreibt Geschichte mit dir, da wo du bist. Du bist wichtig in seinem Reich. Dann beeindruckt mich Josefs Aufrichtigkeit. Im Gesetz hat er gelernt, was sich eigentlich gehört. Er verlässt Maria aber nicht. Josef entscheidet sich für die Liebe, für Marias Würde. Obwohl er nicht viel weiß oder kaum was versteht von dem, was da um ihn herum passiert. Er vertraut und nimmt sich und seinen Ruf bei den Menschen nicht so wichtig. Irgendwie ehrenhaft diese Aufrichtigkeit und die Sorge um Maria und das Kind. Ehrenmann. Als letztes finde ich die Tatsache so schön, dass Josef wahrscheinlich 30 Jahre mit dem Sohn Gottes unter einem Dach gelebt hat, bevor Jesus dann öffentlich in Erscheinung getreten ist, gepredigt und Wunder getan hat. Ganz verborgen war Jesus, Gott selbst, in Josefs Alltag, bei seiner Arbeit als Zimmermann, in den Freuden und den Sorgen. Dafür war sich Jesus nicht zu schade. Einfach da, unspektakulär. So auch in meinem Alltag, ganz unspektakulär. Einfach da, mit mir Tag ein, Tag aus. Der Retter der Welt an meiner Seite. Das verändert meine Sicht und mein Lebensgefühl. Danke, Jesus, für deinen Ziehvater Josef. Er ist uns Vorbild. Hilf uns, unseren Platz in deinem Reich einzunehmen, aufrichtig mit anderen umzugehen und im Alltag bewusst mit dir zu leben. Du bist treu und willst unser Heil. Dazu segne uns der treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.